Sie funktioniert noch. Ich hatte Angst, Leute, dass meine Kamera kaputt gegangen ist in den letzten 3 Monaten. Es ist heute Mittwoch, der Tag vor dem Umzug. Ich sitze inzwischen schon auf dem Boden in meiner kleinen Schminkecke hier. Ich mache mich jetzt mal kurz frisch. Und morgen früh kommen dann die Umzugsleute. Und ich bin echt gespannt, wie der Umzug hier in Rumänien so ablaufen wird. Ich bin K.O. Ich glaube, ich sehe auch ein bisschen K.O. aus. Das hier hinten ist unser Wohnzimmer, was einigermaßen chillig schon aussieht. Der Fernseher, der muss noch an der Wand angebracht werden. Und gestern Abend bin ich auf diesem Sofa nach meiner 10-minütigen Meditation eingeschlafen und habe bis Mitternacht auf dem Sofa gepennt. Aber das lief gestern wirklich reibungslos. Das Team war total super. Wir haben, also eigentlich, die kamen morgens um 8 und um 18 Uhr waren sie fertig. Also es war echt der entspannteste Umzug, den wir jemals hatten. Aber war natürlich auch innerhalb der Stadt. Also von dem her ist natürlich auch immer leichter. Wir haben ja auch schon viele Kisten vorher hergefahren. Und als die Männer hier alles reingeschleppt haben, habe ich schon in der Küche angefangen, alles auszuräumen. Ich habe jetzt auch schon Nikos Zimmer soweit fertig gemacht. Ich habe ihm versprochen, ich werde es nicht komplett fertigstellen, weil er möchte bei der Deko auch mithelfen. Aber er ist jetzt eben auch im Kindergarten, was echt, Gott, das ist so Gold wert, dass es ihm jetzt gerade gefällt im Kindergarten. Dadurch ist er eben auch bis nachmittags immer gut beschäftigt. Ja, guck. Von wem? Von gestern, der Junge. Der Nachbarsjunge? Ja, dein Nachbarn. Heute kommt auch die Babysitterin von Nikolas und wir haben gesagt, wir machen jetzt heute alles fertig. Wir räumen alle Kisten aus, dass wir diese ganzen Kartons schon mal los sind. Und dann ja, werden so Bilder aufgehängt. Und ich stehe hier gerade im Kleiderzimmer. Auch das muss jetzt heute, oh Gott, Kleiderzimmer ist echt. Also neben Abstellraum ist, finde ich, Kleiderzimmer mit das Schlimmste, weil es muss auch echt alles gut durchdacht sein, dass alles seinen Platz hat. Fertig aus. Ich habe die letzten Kisten ausgepackt. Yay! Die letzten Kisten sind immer die schlimmsten Kisten, vor allem bei uns, denn es war das Büro. Und ja, immer wenn ich unsere Office-Kisten auspacke, habe ich das Gefühl, wir haben unser Leben nicht unter Kontrolle. Ansonsten ist heute Montag, Nico ist wieder im Kindergarten und ich bin das erste Mal alleine zu Hause nach gefühlt eine Ewigkeit. Und ja, wie gesagt, alle Kisten sind jetzt ausgepackt. Die werden, also die Kartons werden morgen geholt und soweit ist jetzt auch alles aufgeräumt. Nur eben, ja, das Büro muss nochmal neu sortiert werden und das Gästezimmer muss ich auch nochmal schön machen. Aber ansonsten sind wir durch. Das war echt ein entspannter Umzug, kann man so sagen. Und wir sind so happy, hier zu sein. Also vor allem Nico, der hat, oh Gott, der Nico, der kam am Freitag total traurig aus dem Kindergarten. Meinte, Mama, heute ist ein ganz trauriger Tag. Da habe ich so gefragt, hä, wieso, was ist passiert? Und meinte so, seine Freundin möchte nicht mehr seine Freundin sein. Sie mag ihn nicht mehr. Und es war auch ihr erster Tag nach diesen 3 Monaten eben, die sie auch zu Hause war. Und habe ich Nico auch gesagt, du, vielleicht muss ich einfach nochmal in den Kindergarten gewöhnen und sie hatte ich jetzt auch schon so lange nicht gesehen. Vielleicht ja, braucht sie da einfach nochmal so ein bisschen Zeit. Aber er war so traurig. Ja, und da war ich aber sehr froh, denn er hat Freitagabend hier in der Straße noch andere Kinder kennengelernt. Und ja, ich glaube, er hat jetzt eine neue Freundin. Zumindest wünscht er sich, dass sie seine neue Freundin wird. Allerdings ist sie schon 9 Jahre alt, aber spricht eben sehr gut Englisch und dadurch kann er mit ihr auch ganz gut kommunizieren. Ganz viele haben bei Instagram gefragt, ob wir glauben, dass es sich eben gelohnt hat, so dieser ganze Aufwand. Und ja, es hat sich definitiv gelohnt. Wir haben jetzt hier auch einen Garten, der einfach wunderschön schön ist und Nico kann draußen eben auch ganz viel spielen. Auch diese Straße ist eben auch verkehrsberuhigt. Das macht es für ihn dann natürlich auch leichter. Also da in der vorigen Gegend, wo wir gewohnt haben, da hatte ich immer das Gefühl, man muss echt aufpassen, dass man nicht irgendwie von so einem Maserati überfahren wird. Aber die Leute hier sind gechillt, die Nachbarn sind voll lieb. Also ich hoffe, das bleibt jetzt erstmal alles so gut. The sunny day when I to play down by the sea.
aboard the pirate ship, and the captain said to me, we're going this way, that way, forwards, backwards, up and down, up and down. So, und hier am Eingang ging es noch weiter. Hier war unser Flur, hier hatten wir auch so eine Garderobe. Hier drüben war ein, oder ist immer noch ein Storage, also ein Abstellraum. Und Waschmaschine stand da eben da hinten. Und hier drüben war das Büro. Und natürlich auch mit Badezimmer. Grundsätzlich kann man sagen, wir hatten wirklich sehr viel Glück, weil wir hatten auch viele andere Wohnungen gesehen, die einfach ja, nicht so schön waren. Und die hier war eben schön groß und ein Jahr lang jetzt auch echt ein schönes Zuhause mit vielen kleinen Schwächen, weswegen wir jetzt auch umgezogen sind. Aber ja, so für dieses erste Jahr in Bukarest, glaube ich, war es genau richtig.